Oh Mann. Ich hab ein Luftschiff, geil. Jetzt muss ich schauen, ob der Herr Ramon da ist. Ich muss das testen. Wenn er ein Werwolf ist, dann hat er die Qual der Wahl. Okay. Da warten schon zwei Hunter. Das ist sehr gut. Also entkommen kann er nicht. Oh, das wird was werden. Vollmond! Es ist Vollmond! Es ist Vollmond. Ach, willst du auch raus? Ich geh ins Licht. Nee, du hast kein Geld für einen. Ey, willst du raus oder rein? Idiot. Was? Ey, das ist meiner. Den töte ich. Die lassen immer Geld fallen. Hallo? Herr Ramon? Gucken, finde ich hier irgendwas? Herr Ramon, hallo? Ey, die Stadt ist ja gerade wie ausgestorben. Stimmt, es gibt ja die Nachtruhe. Was? Da hinten ist ein Werwolf. Da hinten war ein Werwolf. Tja, ich hoffe, die trauen sich nicht in die Stadt. Hat das Fräulein Sissi jetzt mal was anderes auf Lager? Nee, schade. Was ist da oben los? Eieieiei. Oh, geschenktes Essen. Ach, da sage ich doch nicht nein. Hui! Passt mir gut auf die Stadt auf meiner Hand da. Okay. Der ist schon wieder besoffen, der eine. Hui! Oh Gott! Die brauche ich. Ich muss mal was gucken. Wir wollen uns doch auch mal irgendwann hinsetzen können. Der Tisch hat dort... Ich glaube, der Stuhl hat auch sowas. Dann bestimmt das für die Lehne, das zum Hinsetzen und das. Wie macht man sowas? Die Dinger könnte ich auch verkaufen. Oder nimmt man hier unten diese Stöcke? Das hier vielleicht für die Lehne? Nein, dann vielleicht so. Auch nicht. So. Also langsam. So? Nein. Ach, da wäre die Lehne zu klein. Okay, aber stopp, stopp. Cool! Boah, cool. Mit dem geht das nicht. Schade. Geht das nicht auch mit denen hier? Oh, schade. Das wäre schön gewesen. Ganz schön wieder rein. Ja. Boah, das ist ja cool, dass das so geht.
Ich habe den Tisch entwickelt. Cool. Ach nein, 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 die brauche ich, die brauche ich. Ich habe noch 3 Stück davon. Ich brauche nur 2. Hi. Ui. Ja. Endlich Stühle und Tische, die ich da verkaufe. Sehr schön. Aber jetzt gibt's was zu klären. Jetzt gibt es was zu klären. Hallo? Ist jemand da? Keine Sorge, Sie sind gleich dran. Ich sehe Sie hier schon die ganze Zeit rausbraten, deswegen tut mir echt leid. Ja. Da, ich habe Langeweile. Ja, tut mir leid. Also Sie können ruhig in mein Haus kommen, falls Ihnen hier... Naja, Bruchbude. Gut. Ach, gut, dass ich Sie antreffe. Wegen Ihrer Forschung? Ja, Ich bin einigermaßen weit. Also es gelingt mir, mich von verschiedenen Ebenen hin und her zu manövrieren, nett ausgedrückt. Okay. Ich würde aber gerne noch bis morgen Feinheiten, wie zum Beispiel, dass man kein, dass es nicht wehtut, wenn man auflandet und so weiter, einbauen. Okay. Aber es sieht leider jetzt schon so aus, dass das nicht billig wird. Das ist kein Problem. Okay. Ja, weil zum Beispiel, ich verwende Wolle, damit man einigermaßen einen stabilen Halt hat und nicht wegrutscht. Okay. Nur 8 Wolle bei Sissy kosten 4 Eisenmünzen. Naja. Und dann komme ich jetzt schon, da Sie die Enderperlen mir gegeben haben und ich das ja noch abziehe von dem Holz, kriegen Sie sowieso ja einige gegeben, geschenkt. Aber wenn ich davon ausgehe, dass die Enderperlen noch oben drauf kommen, wären wir bei 7 Eisenmünzen pro Reisepunkt. Ja, das geht schon. Ich habe ein bisschen was durch den Verkauf von Holz. Ja, allein durch mich haben sie wahrscheinlich einen Haufen. Ja. Ich stehe immer noch im Trocknen. Und der Baum hat schon was Gutes hier drin. Ach, Mann. Wissen Sie was, Herr Darko? Ich war hier drinne. Der Herr Ramon wollte sich Zeit für mich nehmen. Sie kommen hier rein und nehmen ihn mir weg und quatschen einfach mit ihm jetzt stundenlang. Sie wissen schon, dass ich die ganze Zeit schon hier bin. Ja. Nein, Sie waren vorhin weg. Warte mal, ist Ihre... Egal, ja. Ich bin einmal kurz weggegangen, um was zu holen, also kommen Sie. Ja, gut. 10 Sekunden. Wir machen das. Ja. So, jetzt sind Sie da. Okay. Kommen Sie erst einmal mit hier rein. Ja, wo fange ich an? Sie lieben doch sicherlich Ihren Beruf des Schmieds. Ja, sehr sogar. Und ich schätze Sie auch als Stadtwache. Ja. Allerdings ist mir da gestern etwas unter die Augen gekommen, als Sie sich mit dem Herrn Olaf und dem Herrn Tobias auf dem Platz an den Tafeln getroffen hatten. Ja. Ja, haben Sie mir vielleicht Scheiße. Irgendwas zu sagen? Ja. Und das wäre... Ich meine, ich kann's ja... Bitte nicht einfach so in mein Haus kommen, okay? Trotzdem danke. Das war knapp.
Ja. Also, es lässt sich ja jetzt eh nicht mehr zu verbergen. Denn ich denke, ich weiß, was Sie jetzt da so gesehen haben, ne? Dass ich mich in einen Werwolf verwandelt habe. Ja, das hätte ich von Ihnen niemals gedacht. Ja, es war halt. Sagen wir mal, es. Wie soll ich das erklären? Es war halt in den ersten Nächten dieser, vom Aufbau dieses Dorfes, wurde ich von einem Werwolf gebissen Okay. und damit auch infiziert. Und warum haben Sie mir das nicht gleich zum Anfang gesagt, als Sie... Weil sie. Naja, ich wusste nicht, wie ich mit dem Problem umgehen sollte, dass ich jetzt eine andere Gestalt annehmen kann, ob ich will oder nicht. Weil Sie haben es ja gestern selber bemerkt, dass ich, denke ich mal, öfters oder auch öfters Werwölfe bei Vollmond unfreiwillig verwandeln. Ja, das habe ich ja gestern mitbekommen. Also die mit dem Virus oder mit den Genen von den Werwölfen infiziert sind oder ist. Ach ja. Aber wären Sie von Anfang an zu mir gekommen und hätten nicht so heimlich getan, ich denke mal, dann hätte man schnell eine Lösung finden können mit dem Magier. Jetzt ist natürlich das Problem, ich kann Ihnen nicht mehr vertrauen. In der Stadt sind ja Werwölfe nicht geduldet. Ich möchte Sie allerdings auch in Ja. der Stadtwache sowie als Ja. Schmied ungern Ja, verlieren. ja. Jetzt, ja. Es war halt nur komisch, dass, naja, sie haben ja dann, ich wusste ja nicht, wie ich damit umgehen soll und dann haben sie mir auch noch erzählt, ja, sie hassen irgendwie Werwölfe und dann wollten sie Werwölfe irgendwie köpfen und dann, ja. Ja, das wird Und auch, ich denke wusste ich. nicht, wie weit sie damit mit dem Köpfen gehen, ob sie jetzt ver. Ja. Ja, also beim Köpfen, das ist die einfachste Methode, um einen Werwolf loszuwerden. Natürlich nur mit dem passenden Schwert. Allerdings gibt es noch eine andere Methode. Und die wäre, denn ich denke, niemand von uns möchte jetzt gerne sterben. Es gibt eine Art Trank, der noch nicht ganz, ich sag jetzt mal, getestet wurde. Ja. Und ich selbst hatte ihn einmal genommen, als ich gebissen wurde Ja. und ich habe mich seither zwar nicht verwandelt, aber nachdem ich den Trank genommen habe, war mir recht schlecht und übel und halt so die bekannten Nebenwirkungen, wenn man irgendwas isst, was man nicht verträgt. Und also Sie wollen wir jetzt da, wollen wir jetzt damit sagen, dass der Trank sozusagen diese Infektion heilt oder also anscheinend heilt oder diese. Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil er, wie gesagt, ich habe ihn nur bisher an mir getestet, nachdem ich gebissen wurde. Und ich weiß ja nicht, wie lange das bei Ihnen jetzt schon her ist. Wir leben ja jetzt hier schon, ja, eine ganze Weile. Und es
Es kann natürlich sein, dass der Trank nach so langer Zeit nicht mehr hilft. Ja. Schön aufpassen, dass er nicht abhaut. Ja. Also ich sag mal so, ich lasse ihm Zeit bis morgen, dann möchte ich gern von Ihnen eine Entscheidung haben zur, ich sag jetzt mal, zur 21. Abendstunde. Dann werde ich mit dem Herrn Melvin, wenn er da ist, hierher kommen. Ja. Wir werden dann mit ihm irgendwo hingehen. Und je nachdem, wie sie sich entscheiden, ob sie in der Stadt bleiben wollen. Ich möchte auf jeden Fall in der Stadt bleiben. Als Schmied und... Und... Das ist ein Arsch. Ja. Als Schmied und Stadtwache. Oder aber, wenn sie sagen, sie ziehen das Leben eines Werwolfes vor, dann... Ja, bleibt uns nur die Möglichkeit, dass wir sie entweder hinrichten oder wir sie mit irgendeinem Zauber vom Herrn Melvin ganz weit weg transportieren. Ja, gut. Also wie gesagt, also, ich lasse ihn die Entscheidung bis morgen früh frei, weil ich ihn halt auch viel zu verdanken habe in Sachen Rüstung, Schwerter, Waffen, Werkzeugen. Das braucht es gar nicht. Ich habe mich eigentlich schon entschieden. Ja gut, aber ich möchte den Herrn Melvin halt dann, wenn sie den das Elixier nehmen, schon dabei haben. Nicht, dass das vielleicht dann doch noch irgendwelche Nebenwirkungen hat und wir halt einen Zauber brauchen. Oder, warte mal, sie können mich... ja, wie gesagt, hatten sie ja den Plan, einfach an der Stelle irgendwie einsperren. Nicht, dass ich da irgendeinen Tick bekomme, wenn ich diesen Trank zu mir nehme. Ja, einsperren würden wir sie dann schon. Ja. Aber es gibt die Möglichkeit halt, wenn sie sagen, als sie wollen halt als Werwolf weiterleben. Kann ein Auge zudrücken. In dem Moment sogar gerade mal zwei. Und könnte sie wirklich von Herrn Melvin aus irgendwohin teleportieren lassen. Ja, dass sie halt den Weg in die Stadt nie wiederfinden. Obwohl ich das auch auch ungern möchte. Ja. Das ist ja. Seien Sie froh, dass ich jetzt etwas gnädig bin. Aber tun Sie mir den Gefallen. Damit Sie dem Fräulein Sissy keine Angst machen. Sie müssen ja sicherlich irgendwas zu sich nehmen in der Gestalt. Ja. Gehen Sie bitte raus aus der Stadt. Wenn Sie so sind. Ja. Und. Aber machen Sie sich da keine Sorgen. Ich denke, Sie haben ja bestimmt so ein gewisses Misstrauen hinter nach uns. Der Aktion gestern auf jeden Fall. Zum Beispiel bin ich jetzt erstmal überrascht, dass Sie mir so nahe stehen können. Weiß ich nicht, ob Sie jetzt gerade riesige Angst verspüren. Nein, ich bin einfach mit dem kleinen Schwert hier auf der sicheren Seite. Oh. Ja. Also ihre Lebensspanne als Wolf scheint ja auch nicht wirklich lang zu sein. Nein, man bekommt sehr schnell Hunger. Tja. Da passen Sie auf, der Kollege. Das ist im Übrigen noch Ihr Holz. Oh, naja, nicht schlimm. Ja.
wie gesagt, gehen sie aus der Stadt, wenn sie jagen oder essen müssen, und ich werde mit dem Herrn Melvin morgen vorbeikommen und dann, ich denke mal, wir werden schon die richtige Lösung finden. Ja, weil ich habe echt keine Lust mehr, dass ich vergammeltes Fleisch esse. Da haben sie was. Naja, danke. Danke. Ich mach hinter mir wieder zu, dass sie die ihre Ruhe haben. Ja. Dann bis morgen. Bis morgen. Ich bin schlecht. So. Dann muss ich noch ein paar Vorbereitungen treffen mit dem Herrn Melvin. Ich hoffe, er meint es ernst, trinkt den Trank und wird ein normaler Mensch. Das ist das, was ich brauche. Jetzt wird erstmal geschlafen.